Hallo, häufig werde ich gefragt, wie bekommt man eigentlich ein Video zu den Schülern? Das heißt, wie bereite ich das Ganze auf, dass die Schüler möglichst schnell das Ganze auch anschauen können? Nicht jeder will eine eigene Homepage kreieren bzw. gestalten, sodass diese Videos übersichtlich dargestellt werden können. In diesem Video will ich Ihnen jetzt zeigen, wie man mit ein paar Tricks und Kniffs an die Videos an die Schüler weitergeben kann. Zum Beispiel gibt es die Option eines sogenannten QR-Codes. Das ist das, was jetzt hier schon auf dem Video zu sehen ist. Mit einer Homepage wie zum Beispiel www.qrcode-generator.de kann man solche QR-Codes generieren. Wenn man diese Homepage aufruft, gibt es mehrere Möglichkeiten, aus was man alles einen QR-Code basteln kann. Hier ist jetzt zum Beispiel schwarz markiert URL. Das heißt so viel wie, hier kann ein Link einer Webseite eingefügt werden und indem ich auf QR-Code erstellen gehe, wird ein solches Bild erstellt. Ein Schüler, der dann eine App hat, wie zum Beispiel QR-Code Reader, der kann dann über diesen QR-Code drüber gehen und den abfotografieren, so und gelangt auf diesem Weg zu dieser Homepage. Es muss aber nicht ein Video sein, das man über einen QR-Code an die Schüler weiterbringt. Man kann zum Beispiel auch PDFs, also echte Dateien, an die Schüler weitergeben oder auch MP3s, Bilder oder einfach nur Texte, die sind dann sogar offline abrufbar. Das heißt, man fotografiert das Ganze ab und ohne dass man im Internet sein muss, kann man dann den dahinter versteckten Text direkt auf dem Bildschirm sehen. Dieser QR-Code-Generator macht deswegen sehr viel Sinn, weil ich quasi das Analoge mit dem Digitalen verknüpfen kann. Also ich mache einen ganz normalen analogen Unterricht, aber dort, wo quasi ein digitales Element sinnvoll ist, wie zum Beispiel eben ein Video, erstelle ich so einen QR-Code. Oder auf Papier oder auf selbstklebendes Papier und die Schüler können den dann in ihr Heft dazukleben oder in ihr Hausaufgabenheft kleben, wenn es eine Hausaufgabe sein soll, oder in ihr Schulheft kleben, neben einen Merksatz oder ein Merkheft oder sonst irgendwas. Oder ich kann das Ganze natürlich auch in Schulübungen selbst reinkleben. Wenn Schüler immer wieder denselben Fehler machen, zum Beispiel bei Äquivalenzumformungen in der Mathematik, habe ich da vielleicht ein Video erstellt, das diesen Fehler darstellt und dann klebe ich den Schülern das ins Heft, die da immer wieder denselben Fehler machen. Oder vielleicht auch unter eine Schulaufgabe, wo immer wieder derselbe Fehler vorkommt. Eine weitere Option sind sogenannte Shorten Links. Also wir haben das Problem, dass zum Beispiel eine URL, also ein Link, wenn man den abschreiben täte, einfach viel zu viele Zeichen hat, zum Beispiel 30 verschiedene Zeichen. Da passieren Abschreibfehler und das wäre ja denkbar ungünstig, wenn die Schüler zu Hause denselben Link eingeben in ihr Browserfenster, aber dann zu einer falschen Seite kommen, weil sie einen Abschreibfehler drin haben. Deswegen gibt es die Option, einen Link zu verkürzen. Man geht zum Beispiel auf tinyurl.com. Das ist jetzt die Startseite von tinyurl.com. Gibt bei Enter a long URL to make tiny den Link ein, den man verkürzen will, und klickt auf Make Tiny URL. Und dann wird eine sogenannte tinyurl.com Link wird erstellt, der aber kürzer ist, der quasi da hinten dran nur noch sieben Buchstaben oder Zahlen hat, die man leichter abschreiben kann, als wenn es eben 30 sind. Eine weitere Option bei YouTube ist zum Beispiel auf Teilen zu klicken. Dann wird nämlich automatisch ein verkürzter Link angezeigt. Den verkürzten Link kann man dann sogar noch neu generieren, indem man sagt, okay, dieses Video bitte erst ab Minute 1:20 ablaufen lassen. Dann erhält der Schüler mit diesem Link oder mit diesem verkürzten Link eben ein Video und das startet erst ab 1 Minute 20. So kann man quasi auch überflüssige Sachen in einem langen Video etwas überspringen und den Schülern mundgerecht genau das darbieten, was sie brauchen. Wenn das alles nicht reicht, dann muss man halt versuchen, zum Beispiel über CDs oder USB-Sticks zu gehen. Das heißt, das Video zum Beispiel darauf zu brennen bzw. zu kopieren und den Schülern mit heimzugeben. Das kommt normalerweise dann in Frage, wenn ein Schüler gar kein Internet zu Hause hat. Ich würde allerdings empfehlen, diese Möglichkeiten nicht in Betracht zu ziehen, sondern dann mit den Schülern versuchen, individuelle Lösungen zu finden. Bei mir finden sie zum Beispiel die Lösungen, dass sie dann zum Nachbarn gehen dürfen, beziehungsweise bei der Mutter am Abend schauen dürfen oder bei dem Opa am Nachmittag oder sie bleiben dann einfach 10 Minuten länger in der Schule und schauen sich dort das Video an. Die weitere Möglichkeit ist natürlich, den Link auch per E-Mail oder WhatsApp zukommen zu lassen. Da aber aufpassen, man darf ja keinen direkten Kontakt zu den Schülern haben. Da gäbe es aber die Möglichkeit, dass man einen Schüler im Unterricht nach dem Video suchen lässt und der das dann in der Klassen-WhatsApp-Gruppe an die anderen Schüler weitergibt. Das würde ich allerdings nur im Notfall verwenden. Langfristig gesehen würde ich empfehlen, eine LAN-Plattform zu suchen. Jedes Bundesland stellt da normalerweise eine zur Verfügung
Und in dieser Lernplattform kann man dann normalerweise die Links auch untereinander teilen. Oder man nutzt die Homepage der Schule, wo man die Links darstellt für die Schüler, die dann die Hausaufgabe machen müssen. Oder man erstellt einfach selbst eine Homepage. Das ist ja heute mit den sogenannten Baukästen-Homepages recht leicht möglich. Ich habe das zum Beispiel am Anfang über Jimdo gemacht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen näher bringen, wie man die Videos geschickt zu den Schülern bringt, ohne gleich am Anfang einen riesen Aufwand zu betreiben. Wenn Sie mehr zum Thema Flipped Classroom erfahren möchten, dann besuchen Sie mich doch auf meiner Homepage www.flippedmatte.de oder schauen Sie sich weitere Videos in meiner Playlist Fortbildung an. Das Ganze müsste jetzt hier oben in einem Infocard, der erscheinen, einfach draufklicken und gucken, was es sonst noch so gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.